Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen mal noch die letzten Spiele in der Weekend League. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Spiel in der Weekend League, aber ich habe viel zu viele Spiele verloren. Und auch viele knappe. Und ich denke, ich spiele zwar emotional zum großen Teil gut, aber was hat er denn? Fuß, zwei Spiele, macht nichts, da wir jetzt Bundesliga spielen. Aber ich denke, mir fehlt einfach so ein bisschen der Biss. Ich bin einfach zu ruhig geworden, also jetzt nicht, naja, das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Haben vergessen, Bentaleb wieder reinzunehmen. Nämlich schwer zu beschreiben, im Sinne von zu ruhig, dass ich jetzt wieder negativ emotionaler werden muss, sondern dass mir einfach die letzte Konsequenz fehlt im Angriff, im Abschluss, dass mir der letzte Biss fehlt, solche Sachen eben, dass ich gerade auch, wenn ich dann 1-0 führe oder so, dann zu oft die Spannung abfallen lasse, was dann einfach dazu führt, dass ich ja eher noch ein Gegentor fress oder halt dann einfach nicht mehr ganz so stabil stehe. Also ich denke, gerade in der letzten Weekend League, da habe ich zwar keine Spiele mit 4-5-0 oder so gewonnen, das habe ich jetzt so ähnlich geschafft dieses Wochenende, aber ich habe halt einfach vor allem defensiv sehr gebissen. Was habe ich denn jetzt gegeben? Warum habe ich denn nochmal einen Vertrag gegeben? Bin ich komplett doof? Ich wollte dem natürlich Fitness geben. Mein Gott. Ja, genau. Ich habe einfach gebissen, war defensiv, denke ich, stabiler und habe dadurch halt viel mehr Elfmeterschießen gehabt, weil in den knappen Spielen, wo ich es halt dann blöderweise nicht geschafft habe, ein Tor zu erzielen, was ja immer mal passieren kann, habe ich dann zumindest auch keins gefressen oder nicht mehr als der Gegner und bin dann dementsprechend ins Elfmeterschießen gekommen, wo ich viel mehr für mich entscheiden konnte. Und das ist mir dieses Mal einfach überhaupt nicht gelungen. Ich versuche jetzt wieder mehr zu beißen, also emotional einfach so abgekocht zu sein, wie ich das in der Weekend League war, auch einfach spielerisch so zu spielen wie in der Weekend League, aber halt mit mehr Biss, mit mehr Wille, mit mehr Drang das Spiel zu dominieren und von der ersten bis zur letzten Sekunde halt auch zu drücken und den Gegner eben einfach keine Möglichkeit zu geben, nochmal ranzukommen, wenn ich dann führe zum Beispiel. Okay, Dreierkette, er spielt mit der Ligue A. Nee, das ist ein fast rein französisches Team. Fast, weil er hat zum Beispiel Dembele drin. Der ist natürlich nicht aus Frankreich. Und er hat auch einen Innenverteidiger aus Barcelona gehabt. So. Also ich werde natürlich jetzt trotzdem nicht jedes Spiel gewinnen, vor allem nicht von den letzten sechs. Aber ich werde trotzdem jetzt versuchen, wieder mit mehr Biss zu spielen, also wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach das Ding durchzuziehen und den keinen Leistungsabfall zu haben. Ich meine, wenn man 3-0 führt, okay, dann lässt sich das meistens sowieso nicht ganz verhindern, aber erstmal 3-0 führen, dann reden wir weiter. Schön gemacht mit Dembele. Krass, wie kann er denn den vorbeischießen? Wie kann er denn den vorbeischießen? Aber egal. Erster guter Angriff und der nächste kommt bestimmt gleich. Schade, da hat Mali ein bisschen Probleme gehabt, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Ah, das war knapp. Nächster guter Angriff. So dranbleiben. Genau so dranbleiben. Oh, Tunnel haben wir Glück. Gegner hat auf jeden Fall mit seiner Dreierkette Probleme, das merke ich. Okay, nehmen wir mal die Ecke. Ich glaube, ich werde da wieder versuchen, in die Mitte zu flanken, wenn da jemand Gutes steht, weil Draxler hat auch einen ziemlich gefährlichen Kopfball wieder geschafft. Ich werde mal hier hin flanken. Das ist dann also der Nachteil, dass dann auch mal ein Loris rauskommt. Sehr schön vom Piszczek.
Es wurde aber auch Zeit, es hat sich angedeutet, aber das habe ich gemeint, einfach dranbleiben, Dinger machen, also dann irgendwann zumindestens. Und wie gesagt, dann einfach weiterziehen, weiter drücken. Und ich glaube, wir haben extrem gedrückt. Was dann Piszczek leider verkackt hat, macht halt Vidal. So, und jetzt ist es aber wichtig, genau diese Anspannung weiter offen halten, also weiter offen halten, weiter oben halten. Wir müssen jetzt einfach weiterziehen. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir mit unserem schwarzen neuen Auswärtstrikot spielen, oder? So, hätte man nochmal auf Müller rübergeben können, da habe ich einfach den Schuss entschlossen und da ist dann zum Glück auch rein. So, und jetzt einfach ziehen, genauso weiterspielen, jetzt nicht irgendwie. Ich meine, wir gehen trotzdem. Oh, jetzt habe ich wieder Flügelwechsel eingestellt. So, jetzt einfach defensiv so weiterspielen. Ich will einfach mal auf defensiv stellen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Mist. Oh, es macht Hummels so geil. Ohne eine Ecke zu produzieren. So nice. Der Gegner spielt aber auch nicht gut, finde ich. Hier geht viel zu aggro drauf. Und das mit einer Dreierkette ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Der kann das sich ja gar nicht leisten. Oh, da war noch jemand dran. Schade. Hätte doch Mali fast wieder seinen obligatorischen Scorerpunkt bzw. Tor gemacht. Die Flanke sollte eigentlich rübergehen auf Piszczek, der komplett frei war. Weiß ich nicht, was da los ist. Mali rennt. Oh Gott, ich hab's geahnt, dass das passiert, weil der Gegner hat so schlecht gespielt. Ist halt so schlecht verteidigt, aber ist egal. Mali rennt alleine aufs Tor zu, flach ins lange Eck. Sehr geil, er macht ihn rein. Ja, also ich hab's. Oh, ich hab vergessen, mir Wasser zu holen. Verdammt. Ich hab's geahnt, dass der Gegner abbrechen wird, weil er war so unglaublich schlecht, der schlechteste Gegner in der ganzen Weekend League dieses Wochenende. Natürlich geil, mal so einen Aufbaugegner zu bekommen, aber wir müssen genauso hardcore auch gegen schwere Spieler spielen. Sollte klar sein. Vorlagen. Oh, Mali hat auch noch eine Vorlage gemacht. Das ist ja krass. Wusste ich nicht, dass der das Ding auf Vidal gespielt hat. Also wieder mal zwei Scorer-Punkte Mali. Aber das Wichtige ist halt auch einfach wieder. Er hat halt das Tor gemacht, ne? Im 1 gegen 1, im wichtigen 1 gegen 1. Man halt einfach will und erwartet, dass der Stürmer das Tor macht, macht er ihn halt. Und ich denke, da war auch wieder die Pace ausschlaggebend, weil er kommt, glaube ich, auf 90 Pace oder knapp 90 Pace mit Hunter. Das, ja, also komischerweise schaffe ich es bei ihm ganz gut mit der Pace. Das spiele aber jetzt auch nicht in jedem Spiel. Also ich glaube, da gibt es andere Formationen und Spieler, die dann noch besser damit umgehen können. So, jetzt lasse ich mal ganz kurz nachdenken. Ich werde mir aber ganz schnell was zu trinken wollen, weil ich habe einfach Durst und brauche das jetzt. Also, 10 Sekunden bin ich wieder da, ne? Macht euch für 10 Sekunden Musik an oder so. Oder ihr könnt ja auch unser Timeline vorspringen. Bis gleich. Da. Okay, jetzt heißt es natürlich, sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, weiterspielen, weiter gut spielen, den Druck aufrechterhalten und vor allem die Konzentration und den Willen, immer einfach alles zu geben. Auch wie gesagt gegen stärkere Gegner. Der Gegner war halt, der war schon ziemlich schwach, vor allem was die Verteidigung angeht. Er spielte Dreierreihe, also Dreierkette Verteidigung und rennt einfach ständig total stupide auf den Ballführer drauf, reißt mega Löcher in die Abwehr rein. Und ich hätte noch ein paar Sekunden was führen können. Also die Trikots gefallen mir echt gut. Also es war eine sehr gute Wahl. Ich glaube, das sind auch. Ich habe mir nicht alle Trikots angeguckt, die es gibt, aber das waren schon einige. Und es gab auch noch ein paar andere geile Trikots. Manchmal war es auch so, dass nur. Also ich will ja immer erstens ein Trikot haben, das keine Werbung hat. Und zweitens ein Trikot vom Heim.
Also vom gleichen Verein, das Heim und das Auswärts. Ich will nicht von dem einen Verein das Heimtrikot und von dem anderen Verein das Auswärtstrikot, sondern, oh, wer ist denn das? Wer macht denn hier dauernd Schluss? Er weiß doch gar nicht, wer das ist. Es muss doch immer das Gleiche sein, oder? Alter. Der kapiert wahrscheinlich nicht, dass die orangene Latenz am Anfang einfach so gut wie immer kommt. Zumindest wenn ich das mache. Ich glaube, die war immer am Anfang kurz da. Ja, wie gesagt, also es muss auch vom gleichen Team das Heim- und das Auswärtstrikot sein. Also es reicht halt nicht, dass nur eine von eins von, oh Gott, dass nur eins von beiden Trikots geil aussieht, sondern es müssen halt vom gleichen Team beide Trikots sein. Und das ist halt gar nicht so einfach. Es gab noch ein paar andere Trikots, die fand ich halt einzeln für sich geil. Also wo nur das Heimtrikot mega geil war und nur das Auswärtstrikot mega geil war. Aber wo wirklich, oh Gott, wirklich das Heim- und das Auswärtstrikot entsprechend gepasst hat. Das war von denen, die ich mir angeguckt habe, was nicht alle waren, aber viele, war das halt das Trikot. Oh Gott, warum ist es denn jetzt wirklich so schwer, einen Gegner zu finden? Ich meine, klar, wir hätten gegen den einen Gegner auch spielen können, aber die Trikots haben mir nicht so gefallen. Das eine war nicht richtig hell, das andere war nicht richtig dunkel. Ach, jetzt haben wir wieder den. Ich probiere es mal aus. Ich denke zwar, das sieht scheiße aus. Ich weiß es nicht, ich habe das glaube ich noch nicht groß gespielt. Wir probieren es mal aus. Ach du Scheiße, hätte ich noch nicht gemacht. Eieiei, also. Team of the. Quatsch. Squad Building Challenge. Suarez müsste das sein. Und dann halt noch Neymar und ja, noch ein paar andere gute Spieler. Aber vor allem der Sturm ist krank, schnell. So, aber jetzt, das wird ein schwerer Gegner sein, der wird gut spielen. Und da müssen wir einfach jetzt die Augen aufhaben, konzentriert spielen und die Geister oben halten. Auch wenn wir vielleicht 1-0 in Rückstand geraten sollten, was natürlich bei so einem Team immer passieren kann, aber nicht muss und was es hoffentlich auch nicht wird. Ja, habt ihr das gesehen, wie Piszczek da die ganze Zeit rumeiert und ich denke, jetzt rennt er durch, ich spiele mal den Pass, hat nicht geklappt, weil er ist nicht durchgerannt. Und jetzt ganz in Ruhe den Druck oben halten, konzentriert spielen. So. Holen wir uns die Ecke. So, jetzt schauen wir mal. Wollen wir wieder versuchen, auf Hummels zu flanken? Wir versuchen es mal. Keine Ahnung, was das war, aber es war abseits und sah auch sehr merkwürdig aus. Ich weiß, aber Hummels kommt immerhin mit dem Kopf ran. What? Was war das denn gerade? Was macht denn da Hummels? War das? Ich habe doch nicht auf Passen gedrückt. Das sah aus wie ein Pass. Ah, da Glück. Haben wir Glück? Wir müssen ein bisschen konsequenter spielen. Wir dürfen nicht so gezwungen schnell spielen. Wir müssen unser Spiel aufziehen. Ah.
Sehr schön, hat sich verspekuliert. Aber genau das, dranbleiben, den Gegner zum Fehler zwingen. Und selbst halt keine Aufbaufehler machen, außer halt dann im gegnerischen Strafraum. Oder in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Hätte ich vielleicht passen sollen, ich wollte aber versuchen, selbst zu schießen. Haben wir ein bisschen Glück, aber da hat er auch Platten, hat so einen komischen Schlenker vor drin, der meinen Plan kaputt gemacht hat. Schwerer Gegner, ich hab's ja gesagt. Sehr, sehr schwerer Gegner. Oh, zum Glück links am Pfosten vorbei. Hat uns aber auch getunnelt, der Frechdachs. Moment, mein Nebenmonitor ausschalten, der nervt von der Helligkeit. Sehr schwere Gegner. Ich werde wahrscheinlich auch in der Halbzeit erstmal Formation wechseln und gucken, was geht. Krass gehalten von Cech. Guter Schuss von Mali. So, Hummels ist zum Kopfball gekommen. Hat man ganz merkwürdig gemacht. Sokrates, knapp daneben. Aber jetzt die Flaggen in die Mitte klappen gerade ganz gut, muss ich sagen. Knapp daneben. Aber das gefährliche Ecken sind auch immer gut. So, jetzt schauen wir uns mal die Statistik an. Oh, 3-1, 3-1. Wir sind echt nicht gut durchgekommen. Jetzt ist halt die Frage, zählt jetzt hier mehr die Abwehr? Ich glaube, ich probiere es mal mit einer anderen Aufstellung, weil wir echt nur uns schwer durchkombinieren konnten. Dann nehmen wir aber defensiv. Wenn ich natürlich merke, kontert mich aus, dann muss ich schnell wieder umstellen. Das ist, sagt sich dann immer so leicht, dann mache ich es immer zu spät, aber.
Da rennt Mali genau in dem Moment los. Das war fast der erste Konter. Da rennt Mali genau in dem Moment los, als ich ihn anspiele. Auch wieder ziemlich schlau von ihm. Nice luck. Pass sollte natürlich auf Mali gehen. Offensiv geht auf jeden Fall mehr, aber man merkt halt auch, wie es defensiv schwieriger ist. Scheiß Aufstellung, ey. Offensiv ist sie gut, aber defensiv wird man halt so krass ausgekontert zum Kotzen. Scheiß William. Ruhig bleiben. Dann müssen wir halt in der Formation leider weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich die hätte. Ich glaube, ich hätte sie nicht spielen dürfen. Wird einfach zu leicht ausgekontert. Zumindest hätte ich, als ich gemerkt habe, okay. Als ich gemerkt habe, okay, konteranfällig, hätte ich sie einfach lassen sollen. Bringt nichts. Lieber 0-0 als dem 1-0 daherrennen, weil jetzt muss ich die Formation ja sowieso weiterspielen und fress vielleicht das 2-0. Und wenn ich jetzt einen Ausgleich schieße, dann bin ich da, wo ich vorher war. Nur mit zwei gefallenen Toren im Spiel. Und so wie der spielt, wird es halt einfach extrem schwer. Hier ein 1-1 zu spielen. Sieht aus, geht er ja schon auf Zeit. Das ist, oh, was für ein Scheißspiel. Oh, ist das bitter. Ich hätte einfach wieder wechseln sollen, als ich gemerkt habe, okay, 4-3-2-1 ist einfach zu konteranfällig gegen ihn. Schwacher Pass von Vidal, krass. Ey, wenn ich das Spiel verliere, werde ich mich so ärgern wegen dieser Scheißformation, weil ich wieder zu viel offensiv wollte. Ich meine, die Ausprobieren war nicht der Fehler. Das Fehler war einfach, als ich gemerkt habe, okay, du wirst ja ausgekontert, da hätte ich einfach wieder umstellen müssen, weil die Defensive dann wichtiger ist. Aber ich hab's halt nicht gemacht. Ich habe gedacht, komm, du schaffst das eine Tor und dann stellst du wieder um. Aber es war halt leider nicht so. Da kommt nämlich halt einmal beschissen aus und lackt sich das 1-0. Das ärgert mich.
Ja, da soll der Ball hin. Danke, Fährmann. Danke, Fährmann. Danke, Fährmann. War natürlich gut rausgespielt, die Torschance, aber was Fährmann dann macht, ist lächerlich. Guckt euch das an. Er duckt sich unterm Ball durch. Der Ball wäre niemals rein ohne Fährmann. Scheiß Kackspiel, ey. So ein Lacker, ey. So ein Lacker. Hätte ich nur diese Scheißformation nicht dauerhaft gelassen. Ich hätte sie halt wieder umstellen müssen, als ich merke, sie funktioniert nicht. Wir waren in der ersten Hälfte besser, hatten mehr Schüsse, waren gefährlicher und dann in der zweiten Hälfte verschenken wir es, weil wir es nicht schaffen, das rechtzeitig umzustellen. Toll. Und jetzt überlegt euch mal, was passiert wäre, wenn dieser dumme Fährmann nicht sich unseren Ball weggeduckt hätte. Der Ball wäre nicht reingegangen, vielleicht hätten wir dann auch noch das 1-1 gemacht. Jetzt müssen wir das 2-2 machen. Sinnlos. Schafft man natürlich nicht in der Zeit. Weil der jetzt eh massiv auf Zeit gehen wird. Aber danke, Fährmann, danke, Fährmann. Ich meine, klar, so ein Fehler hat er, weiß ich nicht, mache einmal in 200 Spielen, aber ist halt einmal zu viel gewesen jetzt. Und danach in so einem Spiel, wo es halt echt wichtig ist. Ja, man rennt wieder, man versucht wieder mit allen Spielern drauf zu rennen, aber die machen es einfach nicht. Und natürlich habe ich nie, wollte ich nicht auf Schießen drücken, es war einfach wieder nur das Glück des Gegners. Fuck! Bitteres Dreckspiel, ey. Mal direkt noch eins, um mich gar nicht erst drauf zu konzentrieren. Damit ist auch wieder Elite 3 durch. Oh, Mann, ey. Wir haben so viele Spiele. Das Spiel war auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel, weil der Spielgegner war sehr gut. Also ich würde sagen, wir hatten bisher ein Spiel in der Weekend League, das wir zu Recht verloren hatten, wo auch mehr drin gewesen wäre, wenn ich besser gespielt hätte. Klar, also ich habe halt einfach nicht das Maximum rausgeholt, aber der Gegner hat verdient gewonnen. Hier in dem Spiel würde ich sagen, das war der zweitbeste Gegner bisher in der Weekend League und er hat auch verdient gewonnen, aber nee, eigentlich nicht, er hat nicht verdient gewonnen. Er hat verdient das 1-0 geschossen, weil ich so blöd war, so arrogant und nicht wieder zurückgewechselt habe, weil ich mir gedacht habe, du machst jetzt schnell das 1-0 und dann wechselst du zurück. Also das war eigene Arroganz, das 1-0. Aber wir haben ja den Anschlusstreffer geschossen nach dem 2-0. Aber das 2-0 war halt nur pur Fährmann. War einfach nur Fährmann. Fällt mir gerade ein, müssten wir eigentlich wechseln? Ich glaube, Liga A ist wieder komplett voll. Ja, dann gehen wir auf Liga A, scheiß drauf. Und ja, das zweite Tor war natürlich komplett Fährmann, weil er duckt da runter. Das ist irgendwas falsch programmiert ist. Also, das passiert ja auch nicht oft. Das ist irgendein Bug. Er rutscht ja nur so rein, wenn zum Beispiel ihm jemand entgegentribbelt und er kann keine Hand nehmen oder so. Also, das ist ja nur in bestimmten Fällen programmiert eigentlich und sinnvoll, dass er so reinrutscht. Und irgendwas, wieder mal eine Dreierkette, mal gucken, ob es da genauso gut läuft wie die letzte. 78er Stürmer. Und irgendwas hat halt diesen Müll getriggert, dass er da grätscht, was halt einfach dumm war, weil dadurch das Tor halt gefallen ist. Ich meine, das ist halt einfach, das ist irgendein Bug, dass irgendwas verbuggt programmiert wurden. Das kommt ja auch nicht zum Glück oft vor, aber das hat man gesehen, das war irgendein Bug. Aber dass es halt in so einer Situation eintritt, ist einfach nur Glück für den Gegner, von daher eigentlich doch eher ein unverdienter Sieg. Ich denke, ein Unentschieden wäre gerechtfertigt gewesen, aber es war natürlich ein ultra knappes Spiel. Und wie gesagt, das 1-0 fällt, das ist meine Schuld, ich darf einfach die Formation da nicht weiterspielen. Nachdem ich merke, dass ich da zu konteranfällig werde, die darf ich halt erst spielen, wenn ich hinten liege, um halt meine Torschance zu erhöhen. Aber ich darf die halt nicht spielen, wenn es 0-0 steht, weil es 0-0 wichtiger ist, als ein Tor zu schießen. Oh, der Ball ist sogar noch heiß. So, und jetzt aber einfach konzentriert weiterspielen, erstellen, dann haben wir irgendwas um oder wechselt.
Mal gucken, ob er diese Dreierformation lässt. Van Dijk oder Van Dijk, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, wird Van Dijk ausgesprochen. Smalling, Bailly, Kanté, Kahn, Arnautovic. Das ist halt auch kein krasses Team, ne? So, jetzt aber dranbleiben, das Spiel wieder gewinnen. Und dann die letzten auch noch. Und dann haben wir unsere 17 Siege. Und dann können alle mal, ne, Buckel und so. Scheiß drauf. Ich tackle den Gegner und fall um? Was? Oh, ich glaube, wir waren dran. Nein, wir haben es geschafft, irgendwie Shaqiri noch reinzudrücken. Nice. Kommt der rangerannt? Ja. Hatte ich schon auf Schießen gedrückt, aber irgendwie wurde er noch behindert und hat es dann nicht mehr gemacht. Eigentlich schön von Verratti. Und durch dann auch Aurier richtig. Weiß ich nicht, was das gerade war. Das soll auf Verratti gehen, der Pass. Hat man ja auch gesehen, dass er angewählt war. Schön gemacht. Oh, Memphis war das sogar. Wer spielt denn da auf Außen? Torisso? Ja. Torisso sage ich schon. Tolisso meine ich natürlich. Oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Und das, obwohl Draxler nicht der schnellste ist. Schade, wenn da halt eine Pace hoch steht. Das Ding halt zumindest an meinem Fuß dran. Da müsste ich nur noch reinmachen. Mal ein bisschen Glück. Dribbelprobleme bei Verratti ist auch ungewöhnlich. Sehr schön von Solisso, aber er verzögert es erstmal nur. So, jetzt müssen wir genau so dranbleiben. Und wenn es nicht schnell geht, dann müssen wir es halt langsam machen. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so abkocht. Sehr schön. Sehr schön. Weiß ich nicht, wo den hinmacht. Kurz angetippt. Ich meine, wenn er ihn an den Gegner ranpasst, okay, scheiß drauf. Aber nicht halt wieder versuchen. Ich weiß nicht, wenn er da anspielen will. Den Torhüter, also den eigenen, oder. Es ergibt halt wieder keinen Sinn. Wen will er denn da anspielen? Das, hä? Ich komme einfach nicht drauf klar, so ein Scheiß. Schön mitgenommen, den Ball. So, ich muss ruhig bleiben. Ich darf nicht immer das Gleiche machen. Er spielt echt weiter in Dreierkette. Deswegen einfach mal die Dreierkette ausspielen. Fällt mir gerade so spontan ein. Ja, war ein schwieriger Pass. Und ich habe ihn auch in den Lauf gespielt, hätte ihn normal spielen müssen. Was ist da los? Zum Glück ungefährlich. Geiler Pass von Draxler. Schade. Schön gemacht von Dante. Und jetzt mal in Ruhe diese
Dreierkette ausspielen. Kann auch nicht so schwer sein. Schade, aber wir haben es mal variiert. Ja. Komm, wir legen den Ball mal vor. Hatte ich schon auf passend gedrückt gehabt, dann passt halt nicht. Schön mitgenommen von Di Maria. Also hier sind gerade so viele individuelle Fehler drin von meinen Spielern, die ich nicht beeinflussen kann. Ist der Wahnsinn. Kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass derjenige, oh, auf den wollte ich wieder nicht passen, dass derjenige seine Dreierkette deutlich besser spielt als der vorhergehende. 0-0. Lass mich kurz überlegen, ob ich eine andere Formation probieren will. Ich nehme mal das 4-1-2-1-2. Er ist halt gefährlicher durchgekommen. Draxler, Draxler, Draxler. So, bei einer Zweierkette sollten doch eigentlich zwei Stürmer schon mal mehr Probleme machen. Drei Stürmer traue ich mir jetzt gerade noch nicht, weil ich denke, dafür ist er dann zu konterstark wieder. Das hat sich ja richtig gelohnt. Oh nein, es ist ein Elfmeter. Fick dich. Ich hab's gesehen, es war ein Elfmeter. Oh, musste das denn sein? Hätte einfach nur mal vorher dranbleiben müssen. Wir halten ihn einfach. Nice. Und verspielen dann wieder den Ballbesitz, auch nice. Aber er hat seinen Elfmeter verschossen, das ist doch schon mal schön. Was ist denn jetzt gerade los? Ich muss ruhig bleiben, ist egal, es läuft gerade nicht, aber das ist scheißegal. Einfach versuchen, dass das Ganze wieder besser läuft. Steht 0-0, es ist nichts passiert, ich kann ja noch gewinnen. Ich muss einfach jetzt aufmerksam bleiben. Sehr schön. So, und jetzt einfach gucken, dass wir jetzt wieder einen anständigen Angriff hinbekommen. Wenn das nicht klappt mit der Formation, dann wechsle ich jetzt einfach wieder. Letzter Angriff mit der Formation. Spielt wahrscheinlich sehr defensiv, denke ich mal, dass das funktioniert. Anders kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Scheiße. Ich schaff's vor allem nie, die Außen zu überspielen. Das nervt mich gerade. Ich meine, der hat doch nur eine Dreierkette. Es muss doch mal was drin sein.
Lack, dass ich den Ball, ey. Gut gehalten von Butland, aber schön, dass wir mal einen Konter ausspielen konnten. So, da steht Dante. Dante hat es richtig drauf. Oder wir nehmen einfach Draxler. Was ist denn mit diesem Draxler los? Er ist, glaube ich, 1,87 oder so. Also er ist nicht klein, aber er hat auch keine guten Kopfballwerte, oder? Das ist schon wieder auf einmal, was für eine Bombe er da schießt. Und das aus der Mitte, was eigentlich total schwer ist. Knallerkopfball. Und beim letzten Mal hat auch der Kopfball nicht zum Tor geführt, weil ihn jemanden wieder rausgeköpft hat. Aber ansonsten, nice. So, und jetzt gehe ich auch aufs 4-1-2, aufs 4-2-3-1 zurück, einfach weil ich damit wahrscheinlich stabiler bin. Und ich jetzt sowieso wahrscheinlich nach vorne eher mal durchkomme. So, und jetzt werde ich auch trotzdem wechseln, weil ich will das Spiel einfach gewinnen. Das ist zu riskant, das jetzt so runter zu spielen. Sehr gut, ich sage noch dranbleiben und kämpfen, dann kann auch sowas passieren. Gegner, ich könnte schon lange 1-0 führen, jetzt führen wir 1-0. Sehr gut. Geil, wie Draxler das macht. Zweimal den Ball rausgeholt. Das war dumm von mir. Das sind halt solche Fehler, die dürfen einfach nicht mal passieren. Warum mache ich die denn? Ich habe schon den Ball. Oh, zum Glück. Das lag an Dante, weil Dante ist an ihm dran geblieben und hat ihn beim Abschluss behindert. Aber ich konnte nicht mehr rein in den Zweikampf. Also ich musste einfach hoffen, dass Dante was macht und Dante machte was. Und also klar, es ist ein unverdientes 1-0 bisher. Aber ich habe so viele knappe, unverdiente Spiele, so viele knappe Spiele, wo ich deutlich besser war und hätte gewinnen müssen, verloren. Oh, und dann kommt doch der Ausgleich. Fick dich, ey. Das ist ja auch nicht schlimm, wäre hier mal unverdient zu gewinnen, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unverdient. Aber er soll jetzt wieder die Formation wechseln? Wahrscheinlich, ne? Ärgerlich. Aber egal, wir können ja noch mal über eine Ecke ein weiteres Tor machen. Sehr geiler Pass. Oh Gott, Draxler macht den Doppelpack. 84. Minute. Erstmal ein sehr geiler Pass. Also einmal auf die Diebe außen und dann jetzt auch der Pass auf Draxler. Und der hat dann die Abschlussgenauigkeit und macht ihn rein. Oh Gott. Hat er gesagt, auch wenn Draxler mal eine kleine Durstphase hatte und Durststrecke, das spielt so gut. Sehr geil. Unglaublich wichtige Tore, die er hier macht. Wenn wir hier gewinnen, ist es unverdient, aber das ist nicht schlimm, weil es ist dann, glaube ich, ist es der erste unverdiente Sieg, kann das sein, in der Weekend League? Jetzt aber dranbleiben. Ich wechsle jetzt nicht nochmal die Formation, das kriegen wir auch so hin.
Ich krieg wieder nicht die Spieler, die ich will. Das war diesmal kein Elfmeter, da haben wir den Ball gespielt. Ach, warum laufe ich denn ins Aus? Verdammt! Scheiße! So eine Scheiße. Zweimal führen wir. Wir kriegen es nicht hin. Vier nach der. Oh, er tunnelt auch noch. So ein Lacker. Klar, es ist nicht unverdient, aber so ein Lacker danach zu tunneln, ey. Was für eine Scheiße, ey. Was geht ab? Was geht ab? 30. Lacazette. Oh mein Gott. 30. Ich meine 19. Minute, 3 Minuten Nachspielzeit. Oh mein Gott, was für ein Spiel. Was für, aber oh, ich bin einfach dran geblieben. Bin einfach dran geblieben. Auge gehabt für Lacazette. Und das ist ein absolutes Zaubertor. Das ist so schwer aus dem Winkel da. Boah, was für ein. Aber alle drei Tore. Draxler zweimal super wichtige Tore. Jetzt macht Lacazette das ultra wichtige. Und ich würde sagen, das war's. Das muss es einfach gewesen sein. Ja! Oh Gott, was für ein schwerer Sieg. Wie gesagt, absolut unverdient. Es wäre ein Unentschieden für den Gegner verdienter. Vielleicht sogar der Sieg wäre für den Gegner verdienter. Und wir gewinnen hier. Also mindestens das Unentschieden hat er sich verdient gehabt. Oh, ist das geil. Und Ribéry macht auch wieder eine Vorlage. Oh, was für ein Spiel. Noch drei Spiele. Mal gucken, ob ich die direkt in der nächsten Aufnahme auf einmal aufnehme oder mache. So, wir müssen wahrscheinlich abziehen auf, weiß ich nicht, 15 oder so. Und da hat er jetzt 6 Scorer-Punkte gemacht. Wir wissen, dass er noch eine bessere Quote durch seine vorhergehenden Spiele im ersten Durchgang hatte. Er hat auch erst eine Vorlage, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, also ich behalte ihn auf jeden Fall erstmal, der ist sehr geil. 10 Spiele, 4 Scorerpunkte. Gar nicht mal so krass, ne? Wenn man sich überlegt, dass in Form Lacazette bei einem Scorerpunkt pro Spiel war, knapp einem Scorerpunkt pro Spiel war, ist das eigentlich nicht so krass. Und Falcao, aber ich werde mal gucken, ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Wie gesagt, er kann in jedem Spiel explodieren. Und er hat halt jetzt auch echt wichtige Tore gemacht. Also der musste mir schon nach 20, 25, 30 Spielen richtig miese Quote anbieten und am besten ein paar hundertprozentige liegen gelassen haben. Damit ich wieder zurückwechsel auf Falcao. Ansonsten werde ich erstmal Lacazette weiter spielen. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.